Im heutigen Video wollen wir uns mit dem Thema Wärmeverluste unseres Hauses beschäftigen und dafür haben wir uns eine Wärmebildkamera organisiert, wie ihr ja gerade seht, und wir wollen heute einfach mal sehen, wo verliert denn unser Haus eigentlich Wärme, wo könnte man über Sanierung nochmal nachdenken. Und wenn euch das interessiert, was wir dabei für Erkenntnisse gezogen haben, und wenn ihr vielleicht an so einer Kamera auch interessiert seid, dann bleibt jetzt dran und damit moin und herzlich willkommen bei Gewaltig Nachhaltig. Wir wollen also heute unser Haus mal thermografisch untersuchen. Vorweggenommen, wir sind natürlich keine Profis. Das, was wir hier machen, das ist eher so hobbymäßig. Wir wollen einfach mal schauen, wo verliert denn das Haus Wärme und ob wir das alles richtig interpretieren. Dafür kann ich natürlich auch keine Garantie abgeben. Aber wir haben uns mal diese kleine Wärmebildkamera hier besorgt. Das ist die Infiray Xinfrared TS2 Plus von der Firma Pergear. Und die haben uns diese Kamera zur Verfügung gestellt, samt der ganzen Halterung hier ums Handy rum. Und die ist kinderleicht installiert, mit einem USB-C-Kabel einfach ans Handy rangesteckt, das Handy hier eingeschraubt. Und dann sieht man hier auf dem Handy quasi das Bild. Und das Ganze gibt es für Android und für Apple. Und wie immer, wenn wir ein Produkt hier vorstellen, dann könnt ihr das auch gewinnen. Und zwar schreibt ihr einfach in die Kommentare unten Hashtag Infiray, so wie wir es hier schreiben. Und dann seid ihr bei der Verlosung dabei und wir werden in den nächsten Tagen dann das Ganze auslosen, euch dann informieren. Da müsst ihr uns nur eure Adresse mitteilen und ob ihr Android oder Apple habt. Das Ganze schicken wir dann an den Hersteller und der schickt euch dann so eine Infrarotbildkamera. So, genug der Werbung jetzt. Jetzt wollen wir mal anfangen und uns einfach mal ansehen, was gibt denn unser Haus so her. Wir gucken mal von draußen, wir gucken mal von drinnen und ich kann jetzt schon versprechen, wir haben es natürlich vorher schon mal geübt, es gibt sehr spannende Erkenntnisse. Wir starten mal mit den Aufnahmen hier beim Gewächshaus. Hier sieht man also schön, im Gewächshaus ist es recht warm. Da arbeitet der Pferdemist in der Erde. Und da sieht man deutlich die Pflanzen in kaltem Blau und hier den Boden in Wärme. Die Steine haben sich aufgeheizt von dem kleinen Gehweg, den wir hier haben. Und hier haben wir dann die Pflanzen dazu. Ja, und hier haben wir unser Haus. Und hier sieht man schon deutlich die hellen Holzrahmen, die wir haben. Holz gibt ja die Wärme gut ab. Und man muss immer aufpassen, dass man nicht zu viel blauen Himmel drauf kriegt, weil sonst wird das Bild nicht mehr so sehr aussagekräftig. Deshalb immer sehen, dass man den kalten Himmel ein bisschen raushält. Und dann erkennt man hier auch besser die ganzen Details. Hier haben wir die großen Panoramascheiben im Wohnzimmer. Da hinten steht die Schiebetür offen. Da sieht man, dass da die Wärme rauskommt und der Boden auch gleich erwärmt wird. Und hier haben wir dann noch den anderen Trakt mit dem Arbeitszimmer. Und was sehen wir hier unten? Hier sehen wir richtig die Wärmepumpe bei der Arbeit. Das ist natürlich der kälteste Punkt, der Ventilator. Und hier unten auf dem Boden sieht man dann, dass es ähnlich kalt ist. Und jetzt will ich euch mal noch einen interessanten Effekt zeigen. Und zwar habe ich ein Versehen gehabt. Ich habe eine Scheibe zerstört damals mit dem Grill, mit dem Anzündkamin. Der stand zu dicht dran. Und das kann man hier jetzt wunderbar sehen. Das sind zwei Scheiben, die sind noch aus dem Baujahr 83 und diese Scheibe hier, das ist schon Thermoverglasung von 2019 und die haben wir 2019 halt dann auch ersetzt und man sieht schon deutlich, dass da wesentlich weniger Wärme rauskommt als bei den anderen beiden Scheiben. Das ist also schon ein Riesenunterschied, wenn man allein die Scheiben mal tauscht. Ja, und immer wichtig bei Scheiben, die Spiegelungen. Ich stelle mich jetzt mal hier hin und dann sieht man, wie das schon das ganze Bild verfälscht und deshalb muss man immer aufpassen, dass man auch nicht den Himmel zum Beispiel spiegelt, weil sonst wird nämlich die Kälte des Himmels dann auch abgebildet und da sollte man drauf achten. Der Energiesparkommissar hat dazu mal ein interessantes Video gemacht, was man noch beachten sollte. Man sollte 15 Grad Unterschied haben zwischen Innen- und Außentemperatur, damit man vernünftige, aussagekräftige Bilder bekommt. Und deshalb haben wir das heute auch gemacht. Wir haben 10 Grad draußen, 20 Grad drin und so haben wir hier halt schon vernünftige Unterschiede dann auch. Hier nochmal die andere Seite und man sieht halt wirklich, am wärmsten sind die Holzrahmen und das Holzdach oben. Und da kommt also am meisten Wärme dann auch raus. Was man natürlich auch ganz gut machen kann damit, ist die eigene Fußbodenheizung mal zu kontrollieren. Hier sehen wir eine lustige Schleife, die hier hinten im Flur gedreht wurde mit der Fußbodenheizung. Und dann gehen die Stränge hier weiter durch unser Esszimmer und schwenken dann rüber in unser Wohnzimmer. Und hier sieht man, hier gehen die Hauptstränge durch,
machen hier einen kleinen Schlenker bei der Küche und gehen dann weiter durchs Wohnzimmer. Das sind sowohl die Heizschlangen, die nach hinten in den anderen Trakt gehen, als auch die Warmwasserleitung, die zum Badezimmer rüber geht. Das Ganze sieht man hier also wunderbar, wie das hier durchläuft. Und so kann man sich halt auch mal ansehen, wie die eigene Fußbodenheizung verlegt ist und ob sie auch wirklich überall funktioniert. Spannend sind dann auch solche Dinge hier. Ihr seht, in der Mitte des Bildes haben wir hier einen dunklen Punkt, aber auf dem Echtbild haben wir da eigentlich nichts. Und ich gehe davon aus, da drüber ist eine Entlüftung vom Dach. Wir haben hier mehrere Entlüftungen. Und dann ist natürlich da so eine kleine Kältebrücke, das sieht man hier sehr schön, oder Wärmebrücke, wie auch immer. Das ist ganz spannend. So findet man Sachen raus, die es eigentlich, die man mit bloßem Auge gar nicht sieht. Und so eine Infrarotkamera, die bringt das dann zutage. Eine klare Schwachstelle unseres Hauses ist auch der Eingangsbereich. Das gucken wir uns jetzt mal an. Und zwar haben wir hier erstmal eine Schiebetür vor uns, wie ihr schon seht. Und hier sieht man schon, da sind auch, naja, leichte blaue Löcher drin zu sehen. Wir haben das so ein bisschen mit Styropor abgedichtet. Problem ist, diese Tür geht nicht mehr richtig zu. Nachdem die Fliesen damals bei unserem Einzug neu gemacht wurden, ist das Ganze, der Estrich musste ein bisschen neu gemacht werden. Dann ist das Ganze so ein bisschen hochgekommen und seitdem geht die Tür nicht mehr richtig zu. Also musste ich hier an der Ecke, ein bisschen Styropor hinmachen und man sieht schon hier, professionell ist das nicht. Da ist noch so ein Durchgang zu sehen und wir gehen jetzt mal da durch und dann kommt hier unsere Haustür. Ihr seht hier, das ist neu. Wir beheizen auch den Vorraum. Das haben wir früher nicht gemacht. Der ist jetzt zusammengelegt mit dem Arbeitszimmer, was hier nebenan ist. Und deshalb müssen wir den jetzt quasi zwangsweise mitheizen. Deshalb, also eigentlich heizen wir mehr als früher mit der Gastherme. Und jetzt kommen wir hier in den Bereich. Hier hängt unser Thermovorhang. Den sieht man hier. Den haben wir im Winter immer dick zugezogen. Und den machen wir jetzt einfach mal auf und gucken mal, wie es dahinter aussieht. Jetzt kommt hier also die Haustür zum Vorschein und hier haben wir unsere Seitenscheibe daneben, damit hier ein bisschen Licht reinkommt. Und jetzt sieht man hier schon, wie da bei der Scheibe natürlich einiges an Wärme verloren geht. Das sieht man hier ganz klar. Und was man auch sieht, sehr frappierend, die Tür, die ist nicht dicht. Man sieht das hier wirklich außen rum, um die Tür rum. Sieht man den blauen Rahmen, also die ist alles andere als dicht. Ich kann auch mal dran wackeln. Da hört man das schon, also dicht ist anders und die muss auch dringend neu gemacht werden, das ganze Element mit der Scheibe daneben. Und da sieht man schon, dass hier halt auch mächtig viel Wärme verloren geht. Und dann das Ganze nochmal von innen betrachtet und hier sehen wir oben die Ecke der Hauswand. Und die Ecken der Hauswände sind immer die kältesten Stellen im Haus. Das kann man hier hinten auch wieder schön sehen, hier ist der alte Kaminzug, der hochgeht. Und auch da haben wir in der Ecke wieder eine ziemlich dunkle Stelle. Und die Fenster sind dann auch dunkel dargestellt und das Holz strahlt auch hier wieder viel Wärme ab. Das kann man hier ganz gut sehen. Und das hier nochmal die beiden Scheiben, die wir uns vorhin angesehen haben. Und hier sieht man einfach den Unterschied auch. Links die Scheibe wesentlich dunkler, kälter. Rechts die Scheibe wesentlich heller innen und da ist es deutlich wärmer. Da sieht man wieder ganz klar die Unterschiede zwischen den beiden Verglasungen, die wir da haben. Das also unser kleiner Ausflug in die Thermografie. Wie gesagt, wir sind keine Profis, aber so eine Kamera zeigt halt schon, was ist warm, was ist kalt. Beim Holz ist es natürlich immer noch ein bisschen anders. Holz geht ja auch anders mit Wärme um, aber ich finde schön, diesen Vergleich mit den beiden Scheiben mal gesehen zu haben. Da liegen halt, naja, was 35 Jahre Unterschied zwischen, das ist eine ganz andere Geschichte und wir werden hier sicherlich alle Scheiben werden wir auf jeden Fall austauschen und bei den Rahmen gucken wir halt, wie sieht's aus, welche sind wirklich fällig, weil ich glaube nicht, dass die das große Problem sind. Die Haustür ist natürlich ein Riesenproblem, wie man gesehen hat und die muss natürlich definitiv neu gemacht werden, da geht gar kein Weg dran vorbei, da verlieren wir richtig Wärme durch. Das Dach konnte ich jetzt natürlich mit der Kamera so schlecht filmen, ich hätte zwar raufsteigen können, aber wirklich einen Mehrwert hätte das glaube ich auch nicht gebracht. Was spannend ist, ist so die Innendecke, dass man da mal gucken kann, ob man da irgendwelche Kältebrücken noch hat, wie halt durch die Entlüftung, die wir da haben. Aber ansonsten sieht das eigentlich bei uns alles relativ gleichmäßig aus und von daher bin ich da schon ganz zufrieden mit. Die Zimmerecken und Decken sind halt immer so das Problem, gerade in den Ecken, da geht halt viel Wärme raus. Und ja, ich finde, das waren ganz spannende Erkenntnisse. Ich sage nochmal Dankeschön an die Firma Pergear, dass sie uns die Kamera zur Verfügung gestellt hat und dass sie auch eine für euch zur Verfügung stellen. Wie gesagt, wenn ihr den Hashtag Infiray in die Kommentare schreibt, dann nehmt ihr an der Verlosung automatisch teil. Wir wissen noch nicht genau, wann wir die machen. Wir müssen mal gucken. Irgendwann werdet ihr es aber mitkriegen. Und dann müsstet ihr uns halt einmal anschreiben und dann, wie gesagt, Adresse und
die Art des Telefons, was ihr nutzen wollt. Und dann bekommt ihr direkt von der Firma Pergear die Kamera zugeschickt. Ja, das zum heutigen Video. Das hat eigentlich so das bestätigt, was ich auch schon angenommen hatte. Und ja, wie gesagt, so eine Thermografie, der Energiesparkommissar sagt, er macht es überhaupt nicht mehr. Er guckt damit nur noch hinterher, wie die Ergebnisse seiner Arbeit sind. Für uns war das eine spannende Erkenntnis und vielleicht habt ihr da auch Lust drauf. Wenn ihr euch so eine Kamera auch zulegen wollt und nicht bei uns gewinnt, im Link in der Videobeschreibung unten ist ein Affiliate-Link. Und ihr würdet natürlich auch ein bisschen was für uns dann tun, wenn ihr über diesen Affiliate-Link die Kamera bestellt. Dann hätten wir auch ein bisschen was davon. Das wäre eine nette Sache von euch. Ja, wir sind ansonsten zufrieden mit dieser Kamera. Man kann mit dem 8mm Objektiv noch ein bisschen spielen. Sie hat eine gute Auflösung von 256 x 124 Pixel, glaube ich. Das ist für eine Wärmebildkamera gar nicht schlecht. Die genauen technischen Daten seht ihr unten in der Videobeschreibung. Da könnt ihr euch das alles ansehen. Und wir werden mit der sicherlich noch andere Dinge machen, weil das ist nicht nur um eine Thermografie eines Hauses zu machen. Man kann da auch mit Elektrobauteilen gucken, ob da irgendwo ein Kurzschluss ist oder so. Das ist ganz spannend. Oder gucken, wo ist eigentlich unsere Fußbodenheizung verlegt und wird jedes Zimmer auch wirklich geheizt. Das kann man sich damit auch ansehen. Also das ist schon ein spannendes Gerät, macht Spaß, muss aber jeder natürlich selber wissen, ob er sich sowas zulegen will oder nicht. Jeden Tag kommt es nicht zum Einsatz, das ist klar, aber wir sind von der Technik begeistert. Es war eine einfache Installation, Kamera anschließen, App runterladen und dann kann es auch losgehen. Ihr könnt Videos damit drehen, ihr könnt Fotos damit machen, ihr könnt damit Auswertungen machen, also es ist schon eine schöne Sache. Und ja, wie gesagt, wir freuen uns, dass wir das Gerät haben und werden damit sicherlich noch das eine oder andere machen. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst uns doch gerne einen Daumen da, abonniert doch den Kanal, dann kriegt ihr auch mit, wenn es weitergeht. Ich kann jetzt schon ankündigen, die nächsten Videos, das sind die Mai-Statistiken und dann Mitte Mai kommt die große Jahresstatistik, unser Winter mit der Wärmepumpe. Wir können dann quasi ein Jahr resümieren, wir können hochrechnen das warme Wasser, was wir da noch an Energie investieren werden. Wir können gucken, was kam aus der Photovoltaik, wie ist es mit der Mobilität gelaufen. Wir machen wirklich mal so einen ganzen Rundumschlag, was haben wir ausgegeben, was haben wir gespart und dann kriegt ihr auch so ein bisschen Eindruck, was geht mit E-Mobilität mit Wärmepumpe und Photovoltaik. Dafür dieses Video dann. Mitte Mai wird es kommen, wenn die Heizperiode vorbei ist. In diesem Sinne danke ich für eure Aufmerksamkeit. Schaut bei Instagram mal vorbei, da sind wir auch vertreten. Und ich sage tschüss, bis zum nächsten Mal.